neunte Stunde nachsitzen bei Herrn Hassknecht. Heute Entwicklungshilfe. So, welchen Schulversager haben wir denn heute wieder? Och nö, bitte nicht der. Hubert, haben Sie dich schon wieder mit Flugblättern im Schulklo erwischt? Ach so, nee. Diesmal hat er absichtlich Fake News über Radwege in Peru verbreitet. Erstens, der Radweg in Peru hat mit der Ompel, wie du sie nennst, nichts zu tun. Den hat damals noch Gerd Müller von der CSU bewilligt. Kennst du CSU? Kennst du? Richtig, dein Koalitionspartner, die bucklige Schwester der CDU. Zweitens, du Rechengenie, der deutsche Beitrag zum Radweg beträgt genau 44 Millionen Euro. Ich sag's noch mal langsam für Doofe. 44! Ich will gar nicht auf die Radwege in Peru eingehen, für die hunderte Millionen Euro aus Deutschland bezahlt werden. Ein Radweg in Peru für 315 Millionen Euro. Über 400 Millionen für Radwege in Peru. Aber Ihre Kollegen könnten es doch auch kritisieren und die richtigen Zahlen nennen. Das macht ja aber die Situation nicht besser, ob das jetzt 315 oder 400 Millionen sind. Es sind weder 315 noch 400. Es sind 44. Du verstrahltes AfD-Backenhörnchen! Das sind die Leute, Hubert, deren Bullshit du nachplapperst. Natürlich kann man über einzelne Projekte streiten. Gender-Training in China zum Beispiel. Ob das jetzt den UigurInnen hilft? Naja. Aber an sich ist Entwicklungshilfe natürlich wichtig. Auch aus Eigennutz. Wir sind eine Exportnation. Vor allem aber, hör endlich auf, dir Applaus mit Lügen zu holen. Mich würde mal interessieren, ob ein solcher Radweg jemals gebaut wird oder ob er nur eröffnet wird und nach der nächsten Kurve endet und die Leute vor Ort die Gelder anderweitig umlenken. Mich würde es nicht wundern. Genau, das sind Peruaner, die haben das Geld geklaut und für Panflöten und Kokain ausgegeben. Der Radweg wurde übrigens gerade in Lima feierlich eröffnet und ist 200 Meilen lang. Aber Lima gibt's wahrscheinlich auch gar nicht, ne, Hubert? Wie ich dich kenne, bist du doch garantiert ein Lima-Leugner. Wortspiel wegen Klima, Lima. Ach komm, hat doch keinen Zweck mit dir. Deine Mutter kann dich abholen. Nein. Weißt du was? Du fährst heute zur Strafe mit dem Fahrrad nach Hause. Und zwar ohne Stützräder. So, wen haben wir noch? Oh nein! Der schlimmste ADHS-Patient von allen! Markus, du schreibst jetzt einfach 100-mal an die Tafel. Ich will nie wieder mit Hubert regieren. Wenn was ist, ich bin wie immer im Lehrerzimmer und ziehe einen durch. Tschüss. Neunte Stunde nachsitzen bei Herrn Hassknecht.